Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Und wir gehen rein in die Let's Play Welt. Ich habe immer noch nicht diese Texturen ausgetauscht, fällt mir gerade mal auf. Ich habe seit dem letzten Mal eigentlich gar nichts ausgetauscht. Der Furniture Mod ist leider auch noch nicht ready. Eine neue Version vom Shader ist aber bald ready und bald ist auch der Furniture Mod ready zur aktuellen Aufnahme. Und ich freue mich, weil der Shader überarbeitet ein paar Sachen, die, glaube ich, ganz geil werden. Das Wasser. Ein bisschen die Performance. Und vor allem, ich habe ja hier dieses Vanilla-Styled Water. Als erstes mache ich mal ganz kurz. Moment. Was war das? F8, ne? Machen wir. Was hören wir denn heute mal? Ich habe eigentlich mal wieder Bock auf Night of the Rabbit, mein Lieblings-OST. So, wir haben quasi hier einen Shader-Einstellung. Ich weiß gar nicht warum, weil ich noch. Wir spielen momentan auf der 2.2.1. Die 2.3 ist die nächste Version, die im Discord angekündigt wurde. Und hier können wir bei Visual Style Fantasy. Unique Visual Elements, Reworkings, Visuals of Minecraft versus Semi-Realistic Fantasy Style. Wenn ich das jetzt mal auswähle. Schauen wir mal, was passiert. Dann haben wir hier zum Beispiel das andere Wasser. Und das wird in der neuen Version stark überarbeitet. Und auf den Screenshots, die ich gesehen habe im Discord, sah das wirklich sehr, sehr gut aus. Hier haben wir jetzt auch diese Wolken. Aber ich will das gar nicht. Ich will diesen Style, den wir bisher immer hatten. Denn ich mag den mit den Wolken auch und so. Ich mag den beim Wasser. Ja, das könnte man jetzt noch customizen und so. Aber ganz ehrlich, das kann man eigentlich so lassen. Ich habe irgendwie überhaupt keine Ahnung mehr. Aber wir hatten angefangen, das Lager hier zu bauen. Und wir hatten das hier gemacht, ne? Genau, und hier kam man wieder runter. Ja, okay, ich erinnere mich. Das hatte ich in der letzten Folge gemacht. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Kisten. Das ist schon mal klar. Aber die Sonne geht gerade unter. Deswegen würde ich vielleicht erstmal ein Schläfchen machen. Und wir müssen unbedingt die Sachen alle mal umlagern. Oh, und das funktioniert jetzt auch. Ach, wie cool, wie in Optifine damals. Oh, das ist ja nice, dass das mit den Scheiben endlich funktioniert. Also Scheiben und Essen funktioniert wieder, fragt mich nicht warum, es ging auf einmal. Die Felder wollte ich noch ein bisschen überarbeiten. Schauen wir mal, wie genau ich das machen werde. Jetzt, wo ich das Texture Pack drin habe. Also das Vanilla Edit, sag ich schon. Das Stay True Texture Pack haben wir auch wieder hier diese unterschiedlich hochwachsenden Sachen und dann wirkt das Ganze noch viel cooler. Hab ich ein Schwert? Ja, hab ich. Was macht der da? Auf meinen Melonen? Ich glaube, es geht los hier. Der hat sich im Wasser. Und er hat meine Melone kaputt gemacht. Ich werde komplett wahnsinnig. Das hat er nicht getan. Habe ich noch Melonensamen? Ja, habe ich. Glück gehabt. Ja, wir können bald schon abernten hier, ne? Und die Kürbisse wachsen auch. Schön, wie der nach hier gewachsen ist, anstatt nach da. Finde ich super klasse. Die sollten eigentlich hier nach innen wachsen. Ja. Ja, ist provisorisch das Feld, aber kann man erstmal so lassen. Ich muss unbedingt die Kühe füttern. Was brauchen die nochmal? Die brauchen Weizen, ne? Können wir eigentlich mal das Weizen ernten? Da oben sind. Was ist denn hier passiert? Da habe ich aber nicht ordentlich gearbeitet. Jetzt sieht er mir die hier auch wieder an. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich mach mal die Möhren hier oben weg. Das war, glaube ich, weil ich noch nicht so viel Weizen hatte. Habe ich einfach gesagt, komm, dann machst du halt noch ein paar Möhren dazu. Gehe ich mal von. Ich muss mal mein Mikrofon hier. Gehe ich mal von aus, ich erinnere mich nicht mehr. Aber so wird es wahrscheinlich gewesen sein. So. Möhrchen. Und dann. Das kann ich so ernten. Das ist schon okay. Das kann sich ruhig von selber wieder anpflanzen. Und dann haben wir nämlich auch genug jetzt. Um das dann komplett einmal neu zu machen. Und wir haben jetzt. Genug, um. Wenn ich auch noch Kartoffeln irgendwo. Um die Kühe mal zu vermehren. So, dann knallen wir das hier oben nämlich auch noch voll mit Weizen. Dann haben wir zweimal Weizen. Weizen können wir nämlich gut gebrauchen aktuell.
Hier haben wir Möhrchen. Und Kartoffeln hatte ich, glaube ich, so wenige, dass ich das nicht ganz voll gekriegt hatte, wenn ich mich... Oh, jetzt habe ich es hier kaputt gemacht. Verdammt. Ich glaube, ich brauche die Hacke nochmal. Die gibt eh bald den Geist auf. So, da muss noch ein Möhrchen hin. Dann machen wir hier die Kartoffeln. Ich brauche dringend Ofenkartoffeln. Dringend. Ich gehe mal außen rum. Nicht, dass ich hier versehentlich das Feld demoliere. Oh, wir können die gar nicht mitnehmen, weil ich keinen Platz mehr im Inventar habe. Das gibt's ja wohl gar nicht. Dann pflanzen wir die mal schnell alle an hier. Oh, und dann gucke ich mal kurz, was ich wegwerfen kann, kurz. Och, diese Würmer brauche ich eigentlich echt nicht. So, hopp. Oh Mann, ich... Och, was... Ich bin ja so ein Idiot. Ich bin ja so ein elender Depp. So. Und ich glaube, ich muss leider wieder in den, in den V-Sync-Modus gehen. So. Denn ich habe sonst immer leichte, Fehler hier. Und, ja, da muss ich mich halt einfach dran gewöhnen, mit 60 FPS zu spielen. Der Aufnahme schadet sicher nichts, wenn ich das so mache. Die profitiert eher davon. Und dann würde ich sagen, lagere ich hier kurz mal ein paar Sachen ein, die ich brauche. Das würde ich schon ganz gerne noch mitnehmen. Dass ich so viele Türen gemacht habe, ne? Das war so dumm. Oh mein Gott, das war so dumm. Ah, das Ding ist so, zieht die Maus ein bisschen hinterher. Nee, ganz ehrlich. Das kann ich mir nicht geben. So. Und dann stellen wir das einfach hier auf 170. So. 170, mehr hat mein Monitor nämlich nicht. Und dann passt das schon. Also ab und zu mal so ein kurzer Riss im Bild, das sieht man, glaube ich, in der Aufnahme eh nicht. Und mich stört es jetzt nicht so sehr wie dieses Problem, dass meine Maus nachzieht. So, wir müssen Ofenkartoffeln machen gehen. Ich habe auch noch 3 Stück davon. Kann ich mir direkt schon mal reinpfeifen. Dann wird sich wieder überwiegend von Ofenkartoffeln ernährt. Deswegen nehme ich die hier auch alle noch mit, die hier rumliegen. Es geht natürlich gar nicht, dass ich hier was übersehen habe. Ich drehe nochmal eine Ehrenrunde. So, und dann gehen wir ganz kurz Kühe melken, wollte ich schon sagen. Nee, Kühe vermehren. Wir brauchen mal den Spaß. Und dann sollte ich vielleicht noch nicht in die Hand nehmen. Erst wenn ich drin bin, sonst hauen die alten Viecher hier mir ab. Oh, einer geht heute leer aus. Das tut mir sehr leid. Ah, nee, doch nicht. Ihr dürft alle ran. So, kommt, ihr dürft alle ran. Hier, auf geht's. Hier ist... Ja, und ihr... Ich kann ich euch überhaupt... Wachsen die so schneller? Das ist die biggest Verschwendung, die ich jemals hatte. Das war das Dümmste, was ich jemals gemacht habe. Die ist ein Dreck schneller gewachsen. Ich habe meinen halben Stack von dem Weizen verschwendet. Oh Mann, wie dumm. Wir bräuchten dringend mal Kohle eigentlich. Und wir brauchen neues Holz. Vielleicht kümmern wir uns darum mal. So. Ist hier noch Kohle drin? Nein, wir brauchen dringend Kohle und ich würde vielleicht auf Holzkohle gehen. Indem wir mal in unseren Wald gehen und mal wieder abfarmen. Dafür würde ich mal kurz alles, was ich nicht brauche, da reinpacken. So, wir brauchen eigentlich... Na komm, die Spitzhacke nehme ich mal noch mit. Und dann gucke ich mal kurz in unseren Rucksack. Der ist auch empty. Das heißt, ich wäre jetzt ready. Ne, ich bräuchte vielleicht noch eine Axt. Und Essen. Gut, dass ihr es mir gesagt habt, dass ich das Essen nicht vergessen sollte. Das Essen sollte ich natürlich auch mitnehmen. Und ich würde mal vielleicht noch eine Axt... Ah, ich glaube, das reicht gerade nicht, ne? Es gibt leider nur einen. Ja, noch Eisenhacke mit Haltbarkeit. Oh, geil. Mit Glück.
Es sieht nicht nach Eisen hier aus. Oh, muss ich jetzt ernsthaft nochmal zurücklatschen? Ah, nee, guck mal hier, perfekt. Und zwei Sticks. Optimal. So. Dann mache ich mal noch eine Axt. Oh, ich brauche ja drei, ich Idiot. Ich bin ja so dumm. Oh mein Gott, warum bin ich so dumm? Ja, gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als nochmal zurück zu sprinten. Wer hat hier vergessen, die Tür zu schließen? Wir brauchen mal eine Druckplatte. Wir brauchen eine Druckplatte und den Boden muss ich auch unbedingt mal fertig machen. Ja, ich bin sehr busy. Zack. Der kommt da rein. Und dann mache ich die Axt jetzt einfach hier. Zack. Nehmen wir dann mal noch mit. Und dann würde ich sagen, nutzen wir die Folge heute einfach mal. Wie öffnete ich denn nochmal die Map mit M? Um in unseren Wald zu gehen. Welcher Wald war das? War die Steinquelle? Hier war eine Mine. Ja, all unsere Sachen waren ja leider verschwunden nach dem 1.20 Upgrade. Wir hatten noch irgendwo unseren Wald, wo wir einfach alles gerodet haben. Da war auch so ein Dorf in dem Wald. Es war so ein schöner Wald, den ich einfach komplett gerodet habe. Und da war ein Dorf drin. Das hier war das Blumenfeld mit der Riesenschlucht. Kann ich mal eingeben. Set Create Waypoint. Riesenschlucht. Ja, mach ich mal hier dunkelgrau. Boah, welcher Wald war denn das? Hier, der Wald war das. Der muss. Genau, der Wald hier war das. Und dann können wir hier auch gerade mal gucken. Dorf Witten ist das. Dann können wir das nämlich schon mal wieder hinzufügen hier. Create Waypoint. Dorf Witten. Dorf? Nee. So, Dorf Witten. Und das machen wir einfach mal dunkelgrün, weil wir sind hier im Wald und wir machen es auf. Worldmap Global, ne? Dann sehen wir die hier nicht. Und das müssen wir hier auch eben einmal ändern. Oh Gott, ist das weit weg. So. Okay. Und dann würde ich sagen, Axt in der Hand. Und let's go. Ich gehe ein bisschen raus aus dem Dorf. Ich will denen hier ja nicht ihre schöne Natur zerstören. Oh. Aber ich will sehr viel Holz. Deswegen, das hier ist unser Wald, den wir abroden, ganz böse. Ohne irgendwas zu kennen, wird hier einfach abgeholzt. Richtig asozial. Aber ist mir alles egal, ich muss hier mein Parkhaus hinbauen. Ich habe keine Zeit für Beschwerden. So. Schön, dass Jan so Holz mitnehmen und die Äpfel. Da haben wir noch was zu futtern für unterwegs. Wobei, ich habe ja jetzt ein paar. Ich habe ja jetzt ein paar Kartoffeln, ein paar Ofenkartoffeln dabei. Wäre halt mit Kräuterquark noch ein bisschen geiler, weil die ganze Zeit so Ofenkartoffeln sich reinstopfen. Die sind halt auch schon ganz schön trocken, ne? Boah, jetzt hätte ich auch Bock auf eine Ofenkartoffel. Mit. Ich hätte Bock auf eine Ofenkartoffel mit Kräuterquark und einem Stück Hühnerbrust. Oh ja, mit so ein bisschen Kräuterbutter auf der Hühnerbrust. Dann habt ihr jetzt auch Hunger. Es wird ernsthaft dunkel. Ich hätte vielleicht erstmal schlafen sollen. Ich habe doch geschlafen, als ob es schon wieder dunkel wird. Habe ich so lange getrödelt? Ja, ich kann einfach kurz hier im Dorf pennen. Hier noch zwei, drei Bäume mit. Oh, das hat gleich beide erwischt. Da kommen den hier noch. Und den hier. So. Nehmen wir den ganzen Spaß hier noch mit einmal. Zack, zack, zack. Und dann sollte ich mich echt mal in ein Bett begeben. Das wird schon sehr dunkel gerade. Oh je. Wo ist das Dorf? Ich verlaufe mich hier immer in diesem Wald. Mist, das Dorf ist in die Richtung. Okay. Oh ja. Der Uhu schreit schon. Uhu, du hast recht. Ich muss ins Bett. Oh je. Oh ne, bitte keine Monster. Der hält uns die Monster fern, ne?
nächtige heute einfach hier. Gute Nacht. Oh, da kommt der hier in sein Bett will. Aber sorry, ist leider schon belegt. Muss ich dich enttäuschen? Musst du auf meinen Füßen schlafen, so wie sich's gehört. Oh, nein. Entschuldigung. Geh bitte mit deinem Schritt aus meinem Gesicht. Ich werde belästigt. Hilfe. Hilfe. Oh Gott. Hallo. Erzähl. Ich flirte jetzt mit dir. Du bist zu mir ins Bett gekommen, Thomas. Entschuldige dich. Also. Du siehst bereit aus, den Tag zu meistern. Wie läuft's denn so? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Umarmung. Igitt, lass mich los. Du hast eklige Keime. Du bist zu mir ins Bett gekommen, du Idiot. Boah, das sieht schön aus hier. Jetzt laufen die mir hier durchs Bild. Macht euch alle mal ab. Ich brauche einen Screenshot. Digga, verpisst euch jetzt mal. Sehr schön. Okay, wie sieht's denn aus? Oh, wir haben ja noch eine ganze Menge Platz hier. Ich pack mal den Müll dahin. So, wir haben ja noch eine ganze Menge Platz im Inventar und im Rucksack auch. Das heißt, weiter geht's. So, und essen. Beim ganzen Bäume fällen, da kriege ich Hunger. Oh, ich brauche echt noch eine Kartoffel. Nein, Kartoffeln sind doch nicht das Effektivste. Muss ich sagen. So, Axt in der Hand. Dann wird gefällt, aber wir zerstören langsam die Idylle des Dorfes. Boah, ist auch ein massives Gerät hier. Ist halt einfach wirklich der perfekte Wald. Alles voller Eiche. Ist einfach nur schön. So, und hier noch ein Bäumchen. Boah, und hier, das wird jetzt der Mega. Ah, Mist, ich dachte, ich krieg damit alle auf einmal. Ja, Mann, geil. Boah, es wird so hell hier auf einmal. Ich rode so dreist diesen ganzen Wald ab. Nur um meine eigene Kohleproduktion zu starten. Um mir den Weg in die Höhlen zu sparen. Ich so ein fauler Hund bin. Okay. Jetzt sollte ich vielleicht erstmal sammeln. Bevor hier wieder alles rumliegt und ich es nicht mitnehme. Ich gehe mal in die Richtung hier. Ja, hier ist noch eine ganze Menge. Man sieht es halt hier auch so schlecht, ne? So, da unten höre ich Monsterchens. Das ist eine leicht asoziale Folge hier heute. Wir zerstören einfach alles. Wir zerstören diesen ganzen schönen Wald. Es ist meine momentan noch ewige Holzquelle, dieser Wald. Aber irgendwann wird von diesem Wald einfach nichts mehr übrig sein. Da muss ich mir einen neuen suchen. Und der hier ist halt echt perfekt bisher gewesen. So. Dann kommt der Spaß wieder hier rein. Zack, zack, zack. Und dann muss ich noch ein bisschen sammeln hier. Es liegt noch viel Ungenutztes auf dem Boden rum. Muss eigentlich immer ein bisschen länger warten, bis ich weiterziehe. Die Bäume brauchen immer einen Moment. Um ihren ganzen Schutt abzuwerfen. So, ich gehe mal ein bisschen weiter vom Dorf weg. Ich will den ja eigentlich ihr Dorf jetzt hier nicht so zerstören, weil es war schon echt ein sehr idyllisches Dorf. Aber kann ich auch nichts für, wenn ihr euch im Wald ansiedelt und ich das mitkrieg. Da ist halt einfach hier die Bedingung zu gut. Die Bedingungen sind zu gut für mich, hierher zu kommen und alles zu nehmen und zu rauben, was der Natur gehört. Denn die wehrt sich nicht, noch nicht. Die wird sich wehren, aber das werde ich nicht abbekommen. Denn diese heißen UV-Strahlen, die werden diese Dorfbewohner hier, die ewig im Wald gehaust haben und immer nur Schatten abhatten, die werden einfach alle krank werden. Die werden einfach alle Sonnenbrand kriegen. Das ist alles meine Schuld. Und ich reise zurück in meinen Ort da und werde das einfach niemals mitkriegen, was ich hier für einen Schrecken anrichte. Kinder werden rot auf die Welt kommen. Ja. Die Menschen hier werden alle irgendwann rot. Und dann in hunderten Jahren passen sie sich dann ihrer Umgebung an. Aber bis dahin wird es sehr viel Leid geben.
Naja. Ist mir egal. Hauptsache, ich krieg Kohle. Das ist alles, worum sich's im Leben dreht. Fortschritt. Da müssen manche auch mal weichen. Ne? Und das seid ihr. Oh, jetzt bin ich tatsächlich doch schon hier im Dorf. Oh. Oh, das war ein Versehen. Oh, das tut mir mächtig leid. Jetzt habe ich auch noch hier das geflutet alles. Oh mein Gott. Was bin ich nur für ein böser Mensch. Ob die Vögel noch so zwitschern werden, wenn sie nicht mehr in den Bäumen sitzen können. Okay, ich höre ja schon auf. Ich höre ja schon auf. Was sagt denn das Inventar? Busyplatz ist noch. Den würde ich sagen, füllen wir in der nächsten Folge. Denn es ist schon wieder soweit, zu sagen, ich mache hier einen Cut. Ich bin nämlich momentan in der Vorproduktion für den Urlaub. Und deswegen darf ich nicht so viel überziehen, weil ich habe keine Zeit mehr. Ich muss Folgen voll kriegen. Damit ich genug Folgen habe, bis ich wieder da bin. Und deswegen würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle Schluss. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.